So, kleiner Mann, wie sieht das aus? Darf ich hier ein Tackle-Review machen oder nicht? Oh, sag mal, was sagst du? Schützt deine Perle, ne? Ja, ich bin auch ganz artig, ich störe euch auch nicht, versprochen. Bis gleich. So, ihr Tackle-Verrückten, ich möchte euch heute von New Direction Tackle die Singles vorstellen. Das ist eine ganz komplette Carbon-Geschichte. Ihr seht, Packmaß ist absolut winzig. Wir haben hier draußen Klettverschlusstaschen. Da steht schon das erste Flugzeug. Das ist das Schöne, wenn man hier in Hamburg City ist. Wir warten mal eine Sekunde. Wir haben hier auf jeder Seite 5 Taschen quasi für Banksticks. Verschiedene Längen auch möglich, auch wenn ihr längere nehmt. Ihr habt hier verschiedene Klettverschlusspositionen, dass ihr den halt auch so oder so kletten könnt. Oder wenn ihr gar nichts drin habt, ganz flach dran, Thema erledigt. Ne? So, andere Seite das gleiche Spiel nochmal. Habe ich schon vorbereitet mit guten Auflagen. Zusammengebaut habe ich es noch nicht so wirklich, also es kann wie immer spannend werden. So, hier habt ihr auch einen Tragegriff. Mit Klett und ist federleicht, der ganze Stoff. Ne, die Sachen sind wirklich, die wiegen nichts. Ne, das ist Wahnsinn. Also das ist echt schon mal geil. Ultra kompakt. Natürlich darf man jetzt hier keinen Ranger Rodpod erwarten, ja, für Hardcore-Elbfischerei. Ist eher was für den gut gemachten Golfplatz, hätte ich was gesagt. Aber ist halt schon geil und stylisch. Aber ich lege jetzt mal los und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Tasche, hinter Platz habt ihr für die Bissanzeiger. Die beiden Teile sind auch dabei. Ja. Hier haben wir eine Polstertasche in der Mitte, Klarsichtfenster mit Reißverschluss. Ja, da kann man die Snackies reinhauen, die Swinger, Bobbins, was auch immer und so weiter und so fort. Ne? So, ich bastel das Ganze jetzt gleich mal eben zusammen. Ihr habt hier quasi so eine Schraubung. Ja, da könnt ihr dann quasi die verschiedenen Dinger hier mal zusammenschrauben. Ich zeige das mal gleich, wenn das fertig ist. Ne? Ich schraube mir jetzt hier erstmal einen weg. Ne? Ich hatte auch so eine Singles noch nicht. Deswegen kann das hier ein bisschen kritisch werden. Aber das kennt ihr ja schon bei mir. Ne? So. Natürlich alles fein pingelig, eine Höhe und gerade sein. Theoretisch, ja, ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber theoretisch sieht das Ganze dann so aus. Und hier habt ihr noch diesen Stabilizer. Habe ich hier noch in der Tasche. So, könnt ihr hier auch ganz einfach quasi wieder mit so einer Schraube reinpacken. Schrauben, Thema erledigt, damit das ganze Ding nicht verdreht. Ne? So, ich baue den einer jetzt auch mal eben zusammen. So spannend ist es nicht. Und dann bin ich gleich wieder da und zeige mal, wie ich dann gleich anordne. Ne? Bis gleich. So, das ganze Gerödel ist fertig. Sieht dann quasi im Endeffekt so aus. Ja? Und jetzt werde ich die Dinger mal probieren zu versenken und ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Action. Ne? Ich bin hier am schönen Alsterlauf in Hamburg, hier ist quasi ein bisschen Urban Action angesagt, also ein paar Randgeräusche, seid mir nicht böse, die sind hier nun mal. Ne? So, auf geht's. Schon mal gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen.
So, was soll ich sagen, Leute, mein ganzer Stolz, mein erster Aufbau. Ob das nachher wieder komplett schief? Oh, nee, ich glaube, das ist schon ja, nicht ganz so schlecht. Der sieht gut aus. Hat er gut gemacht, der Koslowski. Na, hier seht ihr mal ein bisschen die Komponenten. Na, alles ordentlich verschraubt. Carbon. Ja. Ich glaube, das haben die halt für so eine Halbblinden wie mich gemacht. Oder so einen doppelseitigen Linkshänder. Die es niemals schaffen würden, die Banksticks parallel ordentlich nebeneinander aufzubauen. Also sieht schon auf jeden Fall ziemlich stylisch aus. So. Jetzt das ist dann nochmal eben mit Routen. So, wie ihr seht, habe ich das Ganze jetzt mal aufgebaut mit 3 Routen. Ist eine etwas kuschelige Geschichte, aber es ist eben halt auch einfach so ein bisschen UK-Style. Na, das gehört einfach so und ist auch einfach irgendwas geil an der ganzen Geschichte. Es steht halt ultra kompakt. Na, und ja, so sieht das Ganze aus. So, das war es auch schon von meiner Vorstellung. Viel mehr gibt es ja auch nicht zu zeigen. Ihr könnt das natürlich unterschiedlich kombinieren, auch nur mit 2 Banksticks hinten und vorne. Oder im Zweifel könnt ihr auch nur die einzelnen Banksticks verwenden und das Ganze frei machen. Ne? Alles klar, ihr Lieben. Reingehauen.